Vor einer Woche ging ein Video rum wegen angeblich willkürlicher Polizeigewalt gegen einen Klimakleber. Der Witz an der ganzen Sache, der Typ wurde mehrfach aufgefordert, die Straße zu verlassen und ist auch nicht gegangen, als sie ihn hochgehoben haben, sondern hat sich immer wieder fallen lassen. Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, ja, wenn Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, wenn Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken, dann bitte ich Sie jetzt rüberzugehen. Jetzt sofort, ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. 3, 2, 1, gut. Dann los. Hoch. Lassen Sie mich ein. Das Ganze wirkt jedenfalls leicht so, als hätte er das alles für ein Medienecho provoziert und das gab's dann auch. Für den MDR war das aber immer noch nicht genug und deswegen haben die dann für ein bisschen mehr Drama dann den Ton manipuliert. Lassen Sie mich ein. So richtig lächerlich wird die Sache aber damit, dass der MDR dann an eine Schule gegangen ist, um die Schüler dann über Fake News aufzuklären. Wie erstellen Journalisten Nachrichten? Wie können echte von falschen Nachrichten unterschieden werden? Und wie kann man Fake News überprüfen? Das alles lernten Gymnasiasten aus Gera bei einer besonderen Unterrichtsstunde. Also der Sender, der selbst Fake News produziert, geht an eine Schule, um die Schüler über Fake News aufzuklären. Genial. Dabei ist das Rezept eigentlich ganz einfach. Fake News vermeidet man, indem man einfach keine öffentlich-rechtlichen konsumiert. Bezahlen dürfen wir den Mist aber natürlich trotzdem. So bekommt die alte Intendantin Carola Wille 4,6 Millionen Euro Pension und der neue Intendant Ralf Ludwig, der mehrere Millionen Euro einfach so veruntreut hat, wo bis heute keiner weiß, wo die sind, der bekommt 310.000 Euro im Jahr. Der zwangsfinanzierte Sender MDR produziert im Kampf für mehr Demokratie selbst Fake News, veruntreut dabei zig Millionen Euro und verbrennt weitere Millionen für seine Intendanten. Und der Sender will Schülern etwas übers Lügen erzählen. Ja.